Das sind die richtigen Wellen. Das sind die Wellen, die so richtig Quatsch machen. Und die werden so hoch, so hoch, so hoch, dass die komplette Welt überflutet. Ich hab schon mal Salzwasser in meinen Mund gekriegt. Pfui Teufel. Das sind ganz schön viele Vögel hier. Ich höre. Wellen, Vögel, Schweinswale. Hier gibt es viel mit den Ohren zu entdecken. Die Nationalparkschule Herrendeichschule auf Nordstrand erhält als erste Bildungseinrichtung so einen besonderen Lernstrandkorb. Dieser Strandkorb ist das erste Teil für unsere Nationalparkecken. Er hat eben 4 Hörstationen, 3 davon hat das Nationalparkamt bereits belegt und die vierte dürfen wir jetzt im Unterricht belegen mit Beiträgen, die im Unterricht entstehen. Es wird auch später so sein, dass wir das auswechseln können und dass wir also wirklich eine interaktive Ausstellung haben. Und der Strandkorb ist das allererste Teil von den Nationalparkecken, die demnächst entstehen. Ein Rückzugsort für die Schüler soll es sein und die Möglichkeit bieten, auch selber kleine Beiträge zu erstellen. Über 30 Nationalpark-Kitas und Schulen sollen im Laufe der nächsten Monate mit solchen sprechenden Strandkörben ausgestattet werden.